Hi, ich habe hier ein WiseMac Relau RX23. Das Gerät ist gerade einmal 4 Tage alt und schon nach weniger als 3 Tagen zeigte das Display nichts mehr an. Also es ist auch nicht ausgeschaltet. Das Gerät selber funktioniert. Es wird eben nur nichts angezeigt. Und meine Vermutung ist, dass eventuell durch zu hohe Temperaturen irgendwo sich eine Lötstelle im Bereich des Displays gelöst hat. Und um uns das mal anzuschauen, schraube ich das Gerät jetzt mal auf. Okay, die äußeren Schrauben halten anscheinend nur das Batteriefach fest. Hier sind noch 2 Schrauben etwas versteckt, die nicht das Batteriefach festschrauben, sondern einfach dahinter stecken. Oh, und jetzt lässt sich problemlos die Oberseite abheben. Da kommt mir auch schon der Taster entgegen. So schaut das Ganze aus. Unten die Micro-USB-Buchse. Darüber die beiden Taster, wenn jetzt die Kamera fokussieren würde. Dann das Display. Und hier der Dampfknopf. Sieht so aus, als wenn das Display einfach nur auf dieses Schaumgummiteil geklebt wäre. Das Display befindet sich ziemlich mittig auf der Platine. Und nahezu bündig mit diesem silbernen Bauteil hier auf der linken Seite an der Unterkante. Denn wenn ich das jetzt ganz vorsichtig löse, um dahinter schauen zu können, sollte es später ja wieder die exakt identische Position einnehmen können. Ich versuche es mal anzuheben. Es klebt ganz schön fest, aber das sieht ganz gut aus. Okay, hat geklappt. Das Display ist hier auf diesem kleinen Mikroprozessor festgeschraubt. Festgeklebt, Entschuldigung. Und im oberen Bereich ist dann das Flachbandkabel einfach angelötet. Und ich würde vermuten, dass hier an dieser Stelle irgendwo irgendeine der Lötstellen eventuell nicht richtig Kontakt hat. Das ist ja auch ganz schön dreckig. Ob das vom Dampfen kommt, ist jetzt die Frage. Ja, wenn, dann wäre die Frage, wo? Was ich machen könnte, ist, ich lege jetzt die Batterien wieder rein. Das sollte man natürlich nicht tun. Ein offenes Gerät mit eingelegten Batterien. So. Da tut sich nichts. Drücke ich einfach mal hier ganz vorsichtig mit einem Plastikgegenstand drauf.
falls ein Bauteil sich durch Hitze eventuell also ein bisschen angelöst hat, beziehungsweise die Lötstelle warm geworden ist und dadurch dann jetzt kalt, also schon noch Kontakt hat, aber keinen ausreichenden elektrischen Kontakt, könnte es durchaus sein, wenn man ein bisschen drückt, dass dann das Display wieder angeht. Ist aber nicht der Fall. Ich suche mir jetzt ein Messgerät und messe das mal durch. Mir ist gerade noch aufgefallen, dass ich vergessen hatte, den Akkudeckel anzubringen, denn erst wenn der Akkudeckel auf dem Gerät ist, ist auch Spannung vorhanden. Und nachdem ich hier ein bisschen gedrückt habe mit einem Kunststoffteil, sonst gar nichts, habe ich immerhin jetzt eine Meldung, nämlich No Atomizer Found. Das stimmt, es steckt ja auch gar keiner drauf. Dann schrauben wir mal einen Verdampferkopf auf und funktioniert. Zeigt aber jetzt wieder nichts an. Vielleicht befindet es sich im Stealth Mode. Jetzt steht dort Stealth Mode on, also nochmal Stealth off. Wunderbar. Ich sehe trotzdem immer noch nichts. Hier sehe ich jetzt die Auswahl Logo on oder off und kann meinetwegen off auswählen. Trotzdem ist das Display selber nach wie vor dunkel, was natürlich schlecht ist. Könnten die Tastensperre mal ausprobieren. Keylock und Key-Unlock. Das funktioniert. Der Rest... jetzt hat man ganz kurz hat man das Display aufflackern sehen. Vielleicht sollte ich nochmal drücken. Okay. Es blinkt, wenn ich es aus- oder einschalte, ganz kurz. Moment, ich drücke 5-mal. Jetzt hat man es gesehen. Also beim Einschalten offensichtlich nur. Jetzt ist aus. Jetzt hat's geblinkt. Aber auch nur ganz kurz. Ich wollte gerade hier ein paar Übergänge und Kontakte durchmessen. Und dabei ist mir etwas aufgefallen. Ich bin versehentlich mit der Messspitze hier oben rechts, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, die Kamera fokussiert nicht so, wie ich das gerne hätte. Also oben rechts befinden sich etwa hier zwei Kondensatoren. Es sieht so aus, als wenn die parallel in dieser Schaltung angebracht wären. Und ich bin versehentlich abgerutscht. Das ist natürlich eigentlich schlecht, in dem Fall aber gut, denn dabei habe ich die oberen Kontakte gebrückt und das versuche ich jetzt nochmal zu rekonstruieren. Und man sehe und staune, das Display geht wieder. Also die Frage, warum ist das so? Entweder es gibt irgendwo eine kalte Lötstelle oder einer dieser Kondensatoren ist kaputt und der andere übernimmt seine Aufgabe. Ja, die Frage will ich jetzt gar nicht beantworten. Ist mir prinzipiell auch egal. Das Gerät ist tatsächlich sage und schreibe 4 Tage alt, war nach 3 Tagen schon defekt. Ich schraube es jetzt wieder zusammen und bekomme
am Mittwoch das Austauschgerät. Ja, aber ihr könnt mir glauben, wenn man jetzt hier ganz vorsichtig mit einer sehr kleinen Lötspitze, zum Beispiel einer solchen, sieht man das jetzt hier? Wirklich ganz vorsichtig, selbstverständlich bei nicht eingelegten Batterien, oben die beiden Kontakte miteinander brückt, dann sollte eigentlich das Display wieder funktionieren. Die Frage ist nur, wie lange? Denn wenn nach dieser, ich nenne es mal Reparatur, dann der andere Kondensator die Aufgabe des nicht funktionierenden übernehmen sollte, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis das Display dann gar nicht mehr geht. Falls es sich aber tatsächlich um eine kalte Lötstelle zum Beispiel handelt, wäre das durchaus eine adäquate Lösung. Es ist auf jeden Fall eine Übergangslösung, bis man dann eben sein Austauschgerät hat. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und würde mich freuen, wenn ihr mal wieder vorbeischaut. So, das Gerät ist wieder zusammengebaut. Und obwohl ich nichts gelötet habe, hat es anscheinend schon ausgereicht, mal mit dem Finger über die Rückseite von dem Flachbandkabel zu wischen und diese Reste wahrscheinlich wirklich vom Dampfen zu entfernen. Denn eine Teilfunktion des Displays ist wieder da. Ich kann ohne Verdampfer im Display sehen, wenn ich auf den Feuerknopf drücke, dass ich keinen Atomizer angeschraubt habe. Und ich kann sehen, ob die Tasten gesperrt sind oder eben nicht. So, jetzt ist es unlocked. Das war es aber auch schon. Ich sehe die Wattzahl, die ich einstellen, nicht. Okay, vielleicht sollten wir wirklich mal einen Verdampferkopf aufschrauben. Es funktioniert, ich sehe aber überhaupt nichts im Display. Ich kann auch nochmal zur Sicherheit gucken, ob das Display ausgeschaltet ist oder nicht. Stealth on, jetzt sehe ich wenigstens, ob der Stealth Mode ein- oder ausgeschaltet ist. Jetzt ist er aus, das heißt, jetzt sollte das Display eigentlich etwas anzeigen. Also ich vermute einfach mal, dass durch die Wärme und durch den Dampf die Elektronik in Mitleidenschaft gezogen wurde. Oder durch die Hitze selber es kalte Lötstellen gegeben hat oder aber einer der beiden Kondensatoren defekt ist. Und ja, mal schauen, wie das dann bei dem Austauschgerät ist. Wenn das auch eine so kurze Haltbarkeit hat, dann muss man mal sehen. Wäre es ein Designfehler. Jetzt muss man dazu auch noch sagen, dass ich das Gerät tatsächlich mit dem anderen Akkudeckel und drei Akkus, der dritte befindet sich dann hier drin, so man kann es quasi im Zwei-Akku-Betrieb und im Drei-Akku-Betrieb verwenden. Bei drei Akkus liefert es bis zu 200 Watt, je nach Verdampfer. Und es war mit um die 180 Watt mit drei Batterien im Betrieb. Hat funktioniert, stand dann 2 Stunden und beim Wiederverwenden ging es dann plötzlich nicht mehr. Vielleicht verwenden ja viele von euch dieses Gerät gar nicht in diesen hohen Wattbereichen. Und mich würde schon interessieren, ob ihr ähnliche Probleme habt und wenn ja, ob die aufgetreten sind, nachdem ihr große Verdampfer wie jetzt hier das Cloud Beast von Smog oder ähnliches betrieben habt oder ob das auch mit kleineren Verdampfern vorgekommen ist.